Liebe Zuschauer, es ist wirklich umwerfend. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo. Willkommen zurück. Du hast diesen Trick, den du bei uns vorgeführt hast, David Copperfield verkauft. Wie ging das? Ja, David Copperfield hatte von dem Trick schon gehört, natürlich bevor ich ihn im Hessenstudio aufgeführt hatte. Ich war nämlich in Amerika im Magic Castle. Das ist in Hollywood so ein kleines Zauberschlösschen. Da war ich eingeladen, habe da vorgeführt, unter anderem auch das Puzzlekunststück mit der Mona Lisa. Und das hat ein Mitarbeiter von David Copperfield gehört oder, glaube ich, sogar dort gesehen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hat mich Copperfield in Stuttgart eingeladen zu seiner Deutschlandtour, habe ich mir die Vorführung angeschaut. Danach war ein kurzes Meet and Greet und dann hat er eben mich auf den besagten Effekt angesprochen, hat gesagt, er hätte gerne ein Video davon. Das habe ich ihm geschickt und prompt kam der Anruf, er möchte gerne dieses Kunststück vorführen. Sensationell, oder? Das hat noch kein Deutscher geschafft. Ja, das stimmt. Das war wirklich auch sehr überraschend für mich. Macht dich das jetzt reich? Nein. Vielleicht in Zukunft. Aber es ist einfach so, dass es auch sehr nett ist, dass David Copperfield sagt, er akzeptiert mich als Erfinder. Er hätte auch sagen können, er macht es einfach und dann wäre es für mich schwierig gewesen, nachzuweisen, dass das eben mein Kunststück ist. Aber er ist sehr fair und deswegen ist es sehr nett und freundlich über die Bühne gelaufen. Auch aber du kriegst schon ein bisschen Geld dafür. Ja, es gab ein bisschen Geld und vor allem eben auch der Werbewert ist eben auch ganz toll. Es haben ja viele Zeitungen drüber geschrieben. Trick an Copperfield zu verkaufen, ja, ist nicht schlecht. Genau. Wie war das, ihn zu treffen? Ihn zu treffen war ganz schön. Also ich war ein bisschen aufgeregt natürlich und dann stand er auf einmal da. Und es ist ganz lustig, wenn das war innerhalb eines VIP-Raums, wo lauter Gäste waren und er geht da so durch und schüttelt jedem mal die Hand. Und er hat auch mir die Hand geschüttelt und auf einmal flüsterte seine Managerin ihm ins Ohr, talk to him. Und dann hat er das auch getan und dann haben wir uns eben unterhalten. Dann wusste er dann auch, wer ich bin und dann haben wir uns da näher kennengelernt, ja. Also der ist wirklich so ferngesteuert? Ein bisschen in dem Moment, weil es ist einfach auch, der macht da verschiedene Räume an einem Abend und ich glaube, das ist, muss auch so sein. Aber er ist trotzdem dann sehr nett und sehr offen und war ein ganz freundlicher Mensch. Ich wollte ja was von dir. Ist Vorbild von dir? In gewisser Hinsicht ja, aber ich muss jetzt nicht unbedingt mit vielen Assistentinnen und Rauchschwaden auf der Bühne stehen. Aber sicherlich der Erfolg, den er hat, der ist bewundernswert. Du stehst nämlich eher mit dem Zwirren auf der Bühne. Ich stehe mit dem Zwirren auf der Bühne, ja. Für uns, weil wir haben natürlich gesagt, er muss nochmal, vielleicht guckt er jetzt wieder zu, der David Copperfield, und kauft dir nochmal was ab. Ja, dieses Kunststück hat David Copperfield vor einiger Zeit selber schon mal vorgeführt. Na, das ist keine Gefahr. Und ich habe es extra mitgebracht, weil ich gedacht habe, viele Leute fragen, wie gehen denn diese Zauberkunststücke? Und ich habe jetzt gedacht, ich erkläre einfach mal allen Zuschauern des Hessenstudios, wie alle Zauberkunststücke funktionieren. Wenn du mir mal hilfst, ein bisschen abzurollen von dem Faden, ja, und einfach jetzt abreißen. Abreißen. Und Zauberkünstler arbeiten mit Illusionen. Mhm. Und die am häufigsten verwendete Illusion ist die optische Illusion. Das heißt, man glaubt jetzt zu sehen, dass der Faden zerrissen ist. Ja, ja, man hat es gehört und ich sehe es. Ja, es ist nur eine Illusion. Das zweite, du hast es schon vorweggenommen, ist die akustische Illusion. Das heißt, man glaubt zu hören, wie der Faden zerrissen ist. Aber das ist auch nur eine Illusion. Und das dritte ist die haptische Illusion. Haptisch, das kennt man. Das ist Fühlen, das kennt man vom Fangenspielen, wenn man sagt, haptisch. Würdest du mal einen Finger ausstrecken und du glaubst jetzt zu fühlen, wie der Faden zerrissen ist. Scheinbar wird er in lauter kleine Stücke zerrissen. Jetzt ist er hin. Wenn ich jetzt aufhören würde, wäre es ein ziemlich blöder Trick. Aber ich habe ja behauptet, dass das Illusionen sind und ich will jetzt versuchen, diese Illusionen rückgängig zu machen. Ein Stückchen Faden lasse ich übrig und den Rest nehme ich und knäule ihn zu einem Illusionskügelchen zusammen. Und es ist ein bisschen klebrig, deswegen kann man das so um den Faden herumkleben. Und wenn du das mal unten festhältst, unten den Faden, ja, und wir gemeinsam dagegen pusten, kann man alle Illusionen wieder rückgängig machen. Allerdings, das Ding hält. Das war natürlich erzählst du wieder mal nichts. Ja. Das so war unser Kameramann Otto. Jetzt hat sie ihn umgehauen. Das ist aber nicht das Onkel Otto. Nein, das ist nicht Onkel Otto. Das ist umwerfend. Aber du erzählst uns natürlich jetzt nicht, wie das funktioniert. Nein, ganz wieder mal. Erzähle ich es nicht. Nein. Schade Nein. eigentlich. Und liebe Zuschauer, er hat auch einen Zaubertrick für Sie vorbereitet. Da können Sie nämlich mitmachen. Ich durfte ja eben mal den Faden halten. Wenn Sie mit ihm einen Zaubertrick machen wollen, also eher umgedreht, rufen Sie an. 069 59 4578. 069 59 4578. Das ist, glaube ich, ein Kartentrick, ne? Es ist ein Kartenkunststück, ja. Ja, Kunststück. Ja. Am liebsten mit einer Zuschauerin. Also wenn eine Zuschauerin so freundlich wäre, anzurufen, würde es mich freuen, mit ihr ein Kunststück vorzustellen. Ja. Ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 22. 22? Ja. Ich meine,
jetzt schon einen Trick an Copperfield verkauft. Seit wann machst du das überhaupt? Also ich zaubere, seit ich ganz klein bin. Schon im Kindergartenalter habe ich die ersten Kunststücke vorgeführt. Mir wird heute noch berichtet von irgendwelchen kleinen Events, die ich da auch organisiert hatte. Und aus Zauberkästen eben. Es hat mit dem Zauberkasten angefangen und hat sich dann immer weiterentwickelt. Echt, so diese, den man damals so hatte, wo man so lustige, so einen Zauberstab hatte und so. Genau, so ging es los, ja. Und es hat sich dann gesteigert. Später kamen dann Kunststücke, die mir mein Vater aus Amerika mitgebracht hat. Da war eine Sache, die war sehr lustig, eine kleine Fingerguillotine, wo eine Zuschauerin ihren Finger reinsteckt und dann ist der Finger ganz, aber die Gurke, die man unten drunter rein hat, die ist kaputt. Und ich bin dann als kleiner Junge von Haustür zu Haustür gegangen, durch die gesamte Nachbarschaft, habe alle rausgeklingelt, habe gesagt, bitte halten Sie Ihren Finger rein. Und sie waren alle etwas skeptisch, aber meine Nachbarn haben noch alle Finger, also von daher ist es gut gegangen. Was fasziniert dich so an dieser, dass du das wirklich zu deinem Leben gemacht hast? Also ich finde, Zaubern hat etwas unheimlich Schönes, weil es ist etwas Faszinierendes, Leute zum Staunen zu bringen. Wenn Erwachsene mit Kinderaugen vor einem sitzen, dann ist das einfach schön. Und dann vergessen sie alle Alltagsprobleme und heute glaubt man, man hat so vieles verstanden, aber eben die Zauberkunststücke noch nicht. Und das ist, wie ich finde, ein schönes Gefühl. Und ich finde, ich kriege es ja auch in der Resonanz der Leute mit. Ich glaube, die mögen das auch. Aber du musst die ja wirklich mitreißen, weil in dem Moment, wo du das machst, fragen sich alle, wie hat er das jetzt gemacht? Aber er verrät es ja nie. Ja, aber das ist das Berufsgeheimnis. Also es ist irgendwie so, das Geheimnis eines Zauberkunststücks ist meistens sehr, sehr simpel. Simpler, als es sich die Leute in ihrer Fantasie ausmalen. Und ich vergleiche das immer so mit einer Seifenblase. Wenn sie fliegt, ist es schön. Wenn man sie zum Platzen bringt, ist der Moment des Platzens vielleicht noch ganz interessant, aber danach ist die Faszination vorbei. Und genauso ist es mit dem Zauberkunststück. Aber man guckt ja immer genau hin, wo schummelt er? Wo macht er jetzt den Trick? Man sieht es nicht. Gut, wir haben jetzt unsere Zuschauerin oder unseren Zuschauer in der Leitung. Wer ist am Telefon? Nadine Riepe. Hallo, hallo. Da freut Tag. Er sich doch sehr. Ja, bitte eine schön. Junge Dame höre ich, ja. Ja, hallo, Nadine. Darf ich Nadine sagen? Natürlich, klar. Wunderbar. Das wir ist haben Nikolai. Uns, ja, ich bin Nikolai. Wir haben uns nicht vorher irgendwie abgesprochen. Nee. Nein, wir kennen uns auch gar nicht. Und ich möchte ein Kunststück vorführen. Und zwar ein Kunststück, wie angekündigt, mit Spielkarten. Das Schlimmste, was eigentlich einem Zauberkünstler passieren kann, ist, dass man sagt, hey, einen Kartentrick kann mein Bruder auch. Und ich versichere, das ist ein Kartentrick, den kein Bruder auch kann, denn es ist ein ganz besonderes Experiment. Das sind 52 unterschiedliche Spielkarten und ich möchte Sie bitten, Nadine, sich eine Karte auszuwählen. Und vielleicht, wenn du uns dabei hilfst, die sind von vorne alle unterschiedlich. Ja. Und du bist der magische Finger, ich gehe so durch. Nadine, Sie rufen irgendwann Stopp und du tippst dann eine Karte an. Genau die Karte, die Nadine haben möchte. Irgendwann bitte Stopp sagen. Mhm. Stopp. Welche genau? Diese oder eine rechts oder links daneben? Genau diese. Ich genau würde diese nehmen, okay, ja. Okay, gut. Mhm. Dann zeige ich sie mal in die Kamera. Das ist, ja. Sehen und merken. Mhm. Und vielleicht, wir machen das Ganze auch noch so. Noch meine? Nein, nee. Ich hebe das Ganze ein bisschen ab. Und ich will jetzt Folgendes versuchen. Ich will die Karten nicht mehr anfassen. Das heißt, wenn du vielleicht mal eine Hand aufhältst, ja, und die andere Hand darüber hältst. Gerne. Und jetzt kommt das, was dieses Kunststück von einem einfachen Kartentrick unterscheidet. Es ist wirklich ein Experiment mit einem kleinen Tiegel, einem Stück Papier und mit dem Anfangsbuchstaben unserer Zuschauerin. Nadine war richtig, das heißt ein N. Genau, ja. Das ein ist N. Ich male das mal hier auf das Papier auf. Was hat das N mit der Karte zu tun? Was hat das N mit der Karte zu tun? Dazu kommen wir gleich. Ich finde übrigens ein sehr schöner Buchstabe, also dass Nadine hier angerufen hat. Und ich möchte, dass du das Spiel die ganze Zeit festhältst und uns jede thermotechnische Veränderung mitteilst. Und ich kann dir eins verraten, wenn du dich nicht bewegst, dann tut es nicht weh. Knallt es? Nein. Oh. Das war das N. N ist weg. Aber wir haben ja noch die Karte, die sich Nadine ausgesucht hat. Ich habe das Spiel nicht angefasst. Bitte zum ersten Mal, wie heißt die Karte? Welche war's? Nadine? Ach so, ich sollte antworten. Es war Pik 10. Die Pik 10. Das war, glaube ich, Kreuz 10. War es Kreuz? Kreuz 10. Also Kreuz, ja, oder ja, Pik? Ich. Das ist Kreuz? Nein, das ist Kreuz. Kreuz oder Pik? Es war Kreuz 10. Kreuz 10? Ja. Stimmt, es war es. Die Menschen Kreuz hinter 10? Den Kameras nicken mir doch aufmunternd zu. Das ist gut. Und dann schauen wir doch mal Otto nach, hat, glaube ich, ob sich was bei der Kreuz 10 in diesem Spiel getan hat. Und wenn wir hier durchschauen, dann sehen wir, dass sich hier eine Karte ein bisschen verändert hat. Nee. Denn es ist in die Kreuz 10 der Anfangsbuchstabe nee, das glaub von ich jetzt Nadine nicht. Eingebrannt.
Und diese Karte schicken wir Ihnen zu, Nadine. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass du Nikolai hast und nein, nein, das war ja Zufall, ein dass eine Nadine angerufen hat. Ja, vielen Dank nochmal fürs Mitmachen. Nadine, verblüfft, oder? Ja, total. Einfach unglaublich. Nicht schlecht. Einfach am Telefon bleiben, Adresse notieren wir und dann schicken wir diese magische Karte zu. Ja. Klasse. Hast du weitere Ziele jetzt demnächst vor Augen? Ja, ich arbeite weiter dran. Ich arbeite an einem kleinen Theaterprogramm, ein abendfüllendes Theaterprogramm mit Zauberei. Mal gucken, wann das so fertig wird. Ansonsten trete ich weiter fleißig auf Hochzeiten, Geburtstagen, Betriebsfeste, Firmenjubiläen, alles, wo man eben so anzaubert. Er zaubert noch den Ehemann weg, ich glaube es dann gleich. Naja, das dann nur auf Wunsch. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Dankeschön. Ja, auch vielen Dank. Liebe Zuschauer,